Zum Thema Geburtstag, liebe Geschwister. Zum Thema Geburtstag, liebe Geschwister. Schaut mal. Geburtstag, ich könnte jetzt sagen, Geburtstag ist eine Feier, die die Sahaba nicht gemacht haben. Aber nicht alles, was die Sahaba oder der Prophet nicht gemacht hat, ist gleichzeitig verboten. Also wir müssen schon etwas genauer sein. Das heißt, Sachen, die mit religiösem Hintergrund sind. Geburtstage sind in ihrem Ursprung mit religiösem Hintergrund. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Kerzen ausblasen und was wünschen. Kerzen ausblasen und etwas wünschen. Wofür werden die Kerzen ausgeblasen? Dass diese Blase nach oben geht, zu den Göttern und dass der Wunsch in Erfüllung geht. Das sind Sachen, Traditionen, die heute noch praktiziert werden. Du kannst dir jetzt was wünschen. Blas alle Kerzen aus. Das ist eine typische Geburtstagszeremonie. Ja? Dann, wofür feiern wir das eigentlich? Ich meine, wir sind eigentlich ein Jahr näher zum Tod gekommen. Es wird gefeiert, dass man die natürlichen Kräfte ein Jahr besiegt hat. Das ist das, worauf das zurückgeht. Es ist ein heidnisches Fest, was auch die ursprünglichen Christen nicht gefeiert haben. Und deswegen sollte man davon Abstand nehmen. Es ist natürlich nicht so wie Weihnachten. Weihnachten ist ein typisches Fest, wo gefeiert wird, dass Gott geboren wurde. Gott als Jesus Mensch geboren wurde. So, und hier geht es nicht darum, ob einem etwas gefällt oder ob wir zu hart rüberkommen oder zu radikal. Heute müssen wir einfach sagen, ich danke dir für deine Nettigkeit, ich danke dir für die nette Geste, ich feiere keine Geburtstage, ich habe jeden Tag Geburtstag. Prinzipiell haben wir jeden Tag Geburtstag. Jeden Tag hast du Geburtstag. Nur nicht nach einem Jahr. Bist du nicht ein Jahr älter geworden.